Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Nina und wir wollen uns heute einmal im Unboxing die Oppo Enco Free 2 anschauen. Ihr seht, ich habe die jetzt hier schon parat in diesem quadratischen Case. Das ist für Kopfhörer meiner Meinung nach sogar recht groß, aber schauen wir mal, was wir denn dann da alles drin finden. Wir sehen hier Oppo Enco Free 2, wie man hier schon sehen kann, haben wir jetzt hier die weiße Version. Es gibt die Kopfhörer aber auch in schwarz. Das heißt, da könnt ihr euch dann entscheiden, je nachdem, welche Farbe euch besser gefällt. Ja, ansonsten ist das Ganze recht schlicht gehalten. Aber auf der Rückseite, da finden wir auch noch ein paar Informationen. Oppo Enco Free 2 True Wireless Noise Cancelling Earbuds. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel Triple Mic Call Noise Cancelling, Bluetooth 5.2, Transparency Mode, also wir sehen, die haben auf jeden Fall eine ganze Menge zu bieten. Schauen wir uns doch jetzt mal an, was wir in der Box finden. Wir nehmen den Deckel also einmal ab. Und dann kommt uns hier als erstes so ein Pappschächtelchen entgegen. Ähnlich wie wir das eben auch von anderen Herstellern und Geräten kennen. Schauen wir einmal rein. Oppo Enco Free 2. Der Quick Start Guide, das heißt, hier können wir das Wichtigste gegebenenfalls auch einfach kurz nachlesen, die wichtigsten Informationen in verschiedenen Sprachen und dann hier auch den Safety Guide. Das heißt, das beides wird mitgeliefert, brauchen wir jetzt direkt erstmal nicht. Und dann hier als nächstes sehen wir auch schon das Case der Earbuds. Hier ist auch so eine kleine Schlaufe, das ist natürlich wirklich praktisch. Da können wir das Ganze dann sehr komfortabel rausnehmen. Ich lege das nochmal kurz zur Seite. Wir schauen uns erst nochmal an, was sich noch in der Box befindet. Das ist hier natürlich wirklich super schick gemacht, kann man nicht anders sagen. Auch hier wieder Schlaufen dran. Und wenn ich das jetzt mal rausnehme, dann können wir hier schon an dem kleinen Symbol erkennen, dass es sich hierbei wohl um das passende Ladekabel handelt. Holen wir das einmal raus. Hier haben wir es. Und zwar USB-C zu USB-A. Das war ja fast zu erwarten. Das Ladekabel ist allerdings sehr kurz. Das ist jetzt das Einzige, was mir so auf den ersten Blick auffällt. Aber das muss ja nicht zwingend störend sein. Aber im Verhältnis zu anderen ist es dann doch wirklich sehr kurz in diesem Fall. Das können wir also einmal wieder einpacken. Und dann haben wir hier noch ein paar Aufsätze und zwar in unterschiedlichen Größen L und S. Und dann können wir davon ausgehen, dass auf den Kopfhörern selbst vielleicht bereits die Größe M drauf ist. Das ist aber natürlich echt schön gemacht. Wirklich alles super sauber hier eingepackt und na klar, bei jedem ist das im Ohr ein bisschen anders. Das heißt, je nachdem, welche Größe da für euch am besten passt, einfach mal ausprobieren und dann könnt ihr diese Silikonaufsätze aber natürlich beliebig wechseln. Werden mitgeliefert, das finde ich persönlich richtig cool und dann wollen wir uns natürlich aber die Oppo Enco Free 2 hier jetzt mal genauer anschauen. Wir nehmen die einmal aus dieser Verpackung. Wir sehen hier das Case, auf der Unterseite den USB-C-Anschluss zum Laden, ansonsten wirklich flach und kompakt. Wir sehen hier auch eine Taste, die wir wahrscheinlich dazu verwenden können, das Ganze in den Pairing-Modus oder Ähnliches zu versetzen. Genau, ansonsten schlichtes weißes Design. Hier das kleine Statuslämpchen. Öffnen wir das Case einmal. Wir sehen, das Statuslämpchen leuchtet jetzt grün. Und dann sehen wir hier auch die beiden Ohrhörer. Die wollen wir jetzt natürlich auch einmal rausnehmen. Und schauen uns die dann hier nochmal genauer an. Die sind auch beschriftet rechts und links. Wir sehen dann eben mit diesem Stab das Design. Das ist natürlich in der Handhabung wirklich praktisch. Kann man das Ganze ein bisschen besser greifen. Und mit dem passenden Silikonaufsatz sollten die dann bei euch auch wirklich eigentlich gut im Ohr sitzen und halten. Genau, hier an der Seite können wir dann auch schon vermuten, dass hier wahrscheinlich mit Touchbefehlen oder Ähnlichem gearbeitet werden kann. Schauen wir uns natürlich noch genauer an. Aber so machen die erstmal einen sehr schönen Eindruck vom Design, aber auch als Gesamtpaket. Ja, wir können die jetzt hier einfach wieder in unser Case zurücktun.
schauen uns das Ganze nochmal an. Statuslämpchen leuchtet grün, das heißt, die sind geladen. Wir könnten die jetzt also direkt nutzen. Wie ihr die verbinden könnt, das zeigen wir euch in einem anderen Video nochmal genauer. Denn die Oppo Enco Free 2 sind sowohl mit Android kompatibel als auch mit iOS. Das schauen wir uns wie gesagt in separaten Videos an. Ihr erreicht mit den Oppo Enco Free 2 bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe. Das gilt aber natürlich einmal für die Akkulaufzeit der aufgeladenen Kopfhörer selbst, also die beträgt ungefähr 6,5 Stunden und mit dem Ladecase zusammen kommt ihr dann aber eben auf bis zu 30 Stunden. Natürlich verringert sich das Ganze ein bisschen, wenn ihr beispielsweise die ganze Zeit die aktive Geräuschunterdrückung nutzt, dann liegt die Akkulaufzeit etwa bei 4 Stunden mit aktiver Nutzung der Geräuschunterdrückung und eben Musikwiedergabe. Ja, ansonsten kann gesagt werden, dass das Ganze ungefähr 47,6 Gramm wiegt. Also es ist wirklich nicht schwer und sollte da vom Transport wirklich keine Probleme machen. Die Ohrhörer bieten außerdem Schallschutz, Staub- und Wasserbeständigkeit nach IP54 und eben Touchsteuerung mit den Fingerspitzen an den jeweiligen Stäben. Auch das schauen wir uns dann aber nochmal in einem Video genauer an. So viel erstmal zum ersten Eindruck und zum Unboxing der Oppo Enco Free 2. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr sonst noch Fragen oder Anmerkungen, schreibt uns die gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!